Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heilwiese. Heute widmen wir uns den Pflanzen, die man trächtigen Tieren nicht oder nur wenig geben sollte. Wohlgemerkt gilt das auch für schwangere Frauen. Bei der Suche nach Kräutern, die eine Trächtigkeit oder Schwangerschaft negativ beeinflussen können, findet man fast jede Pflanze. Die Nachweise sind rar und die Warnungen mannigfaltig. Hier präsentiere ich einige der Pflanzen, auf die Sie achten sollten. Die weniger gefährlichen am Anfang und später die wirklich schädlichen. Achten sollten Sie auf jede Pflanze, die Pyrrolizidin-Alkaloide enthält. Diese sind nicht pauschal giftig, abhängig von der Pflanze können aber größere Mengen Probleme verursachen. Darunter fallen zum Beispiel Bärenklaue, sowohl der Wiesen- als auch der Riesenbärenklau, der Borretsch, das Lungenkraut, die Pestwurz und der Beinwell. Diese dürfen auf jeden Fall in einem guten Gemisch in kleinen Mengen angeboten werden. Dennoch sollte man vorsichtig sein. Es gibt Warnungen, nachdem Echinacea oder auch der Sonnenhut Schäden bei der Entwicklung des Kindes verursachen könnte. Es wird davor gewarnt, dass Johanniskraut eventuell Störungen des Hormonhaushalts verursachen könnte. Bei dem Verzehr von Aloe Vera könnte es eventuell zu früh wehen und damit auch zu früh Geburten kommen. Das ätherische Öl vom Basilikum kann in sehr hohen Mengen Störungen der Entwicklung des Kindes herbeiführen. Auch bei Wasserdurst können die Pyrrolizidin-Alkaloide zu Problemen führen. Auch Schafgarbe kann in sehr großen Mengen Schäden hervorrufen. Die große Klette enthält bestimmte Phytoöstrogene, weswegen es eventuell zu Hormonstörungen kommen könnte. Hahnenfuß kann Wehen auslösen und kann so zu Frühgeburten führen. Durch bestimmte Alkaloide im Schöllkraut kann es eventuell zu Frühgeburten kommen. Auch Knollensellerie und Pastinaken enthalten in geringen Mengen Pyrrolizidin-Alkaloide, deswegen nur in geringen Mengen füttern. Ginster wirkt tatsächlich wehenfördernd und es soll schon zu Frühgeburten und Schwangerschaftsabbrüchen gekommen sein. Es gibt Hinweise, dass Ginseng Hormonstörungen und damit auch die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen kann. Das Berberin der Berberitze wirkt wehenauslösend, was zu Frühgeburten führen kann. Engelwurz oder Angelika kann in großen Mengen zu Entwicklungsstörungen des Kindes führen. Hirtentasche wirkt wehenfördernd und kann deshalb zu Frühgeburten führen. Bei thujonhaltigen Pflanzen ist Vorsicht geboten. Beifuß, Reinfarn und Wermut wurden früher zur Abtreibung genutzt. Diese sollten auf gar keinen Fall verfüttert werden. Vom Mutterkraut wird gewarnt, da es wehenfördernd wirkt und zu Abbrüchen führen kann. Luzerne enthält bestimmte Aminosäuren, die menstruationsfördernd sind. Diese sollte nicht verfüttert werden. Wie bei Menschen ist es auch bei den Tieren. Man sollte möglichst viel Auswahl anbieten, damit die werdende Mutter ihren Gelüsten nachgehen kann. Sie weiß, was gut für sie ist. Nur die gefährlichen Kräuter sollten gestrichen werden und gerade für Küchenkräuter mit ätherischen Ölen gilt, sie nur in Maßen zu verfüttern. Das war es wieder bei Heilwiese. Vergesst bitte nicht, den Daumen nach oben zu drücken und Heilwiese zu abonnieren.